So, zweit entfernt. Ich könnte eigentlich auch mal hier lesen, was alles steht, gell? Jagd und Beute. Jetzt blinkt es so komisch. Ach, ist das doof. Ich lese trotzdem. Jedes Tier und Wesen besitzt eigene Trophäen, den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägermehren. Achso. Ein erfahrener Jäger weiß um die Trophäen seiner Beute und kennt die verschiedenen Methoden, sie auszunehmen. Zähne reißen. Die Zähne sind die Waffe von vielen Tieren und Wesen. Wer darum weiß, wie er sie seiner Beute fachkundig entreißt, findet bei Wölfen, Snappern, Schattläufern zum Feilen und Trollen seine Beute. Fälle abziehen. Ein Talent, das der erfahrene Jäger oft zu nutzen weiß. Gibt es doch viele Tiere, deren Körper von einem Fell geschützt ist. Schafe, Wölfe und Schattenläufer, um nur einige zu nennen. Ein Jäger, der dieses Talent beherrscht, kann auch die Häute von Zumpfein und Lurkern abziehen. Krallen brechen, eine Kunst, die bei Varanen aller Art, Snapper, Lurker und Schattenläufern eingesetzt werden kann. So, jedes Buch gibt natürlich ein bisschen Erfahrung, deswegen mache ich das überhaupt. Das Lesen ist eigentlich nur so ein kleines Extra. Jagd und Beute. Die Blutfliegen. Um diese fliegenden Teufel auszunehmen, bedarf es zwei besondere Künste. Zum einen können ihnen die Flügel abgetrennt, zum anderen kann der Stachel entrissen werden. Für beide Künste sollte der erfahrene Jäger einsetzen, um sich die Trophäen anzueignen. Feldräuber Minecrawler greifen mit Zangen an. Vor allem die Zangen der Minecrawler gelten als besonders wertvoll, weil sie ein Sekret enthalten, das magische Kräfte steigert. Allerdings sollte es mit Vorsicht genossen werden, da der menschliche Körper mit der Zeit nicht mehr darauf reagiert. Ebenfalls sehr begehrt sind die Platten der Minecrawler, aus ihnen lassen sich Rüstungen herstellen. Das kennen wir ja noch aus Gothic 1. Buchkommode, gib mir Erfahrung. Dankeschön. Tränke, permanente Veränderung und ihre Zutaten. Elixier der Geschicklichkeit, Goblinbeere. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Das mit dem Brauen werden wir später sowieso noch machen, weil ich mich dafür entschieden habe, dass wir wieder Magier spielen. Buchkommode, die Insel. Stimmt, erfahren wir ein bisschen was über unsere Umgebung. Die Hafenstadt Korinnes liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreiches Myrtana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Da kommen wir her, das ist das Spiel der Gothic 1. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre streckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie, für viele Verurteilte tief unter der Erde nach magischen Erzschürften. Außerhalb von Korinnes gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzten, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Seit Generationen ist der größte Hof im Besitz eines Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das von den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Forschungen nach und keltern Wein. So noch nebenbei. Dort wird bald unser Zuhause sein. Münzen, Licht, Dietrich und Dolch. Der Dolch war, glaube ich, schlechter als mein Ast. Der Dolch ist schlechter als der Ast. Buchkommode. Die letzte hier. Der Weg des Kampfes. Angriff ist die beste Verteidigung. Bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten, um überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombinationen mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Und wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht, kann weitere Kombinationen ausführen. Stimmt, das sozusagen Skillsystem, wie man das nennen will, schaut, also Charaktermenü schaut ja auch ein bisschen anders aus. Jetzt blinkt das schon wieder so komisch. Na okay. Natürlich gerade Gildenlos, Stufe 0, Magie, Kreis 0 ist klar, Erfahrung. Ich habe es schon gezeigt, aber ich kann ein bisschen darauf eingehen. Okay, Stärke, Schick, Mana kennen wir auch noch. Rüstungsschutz, Waffe, Geschosse, Drachenfeuer nennt sich das hier, nicht normales Feuer. Und Magie. Dann Talente, das ist jetzt ein bisschen anders. Hier kann man jetzt, wir fangen mit 10% an und können bis zu 100% hoch leveln. Die Prozentzahl gibt die Chance, an einen kritischen Treffer zu lernen. Kritische Treffer sind 10-mal so stark als normale Treffer. So, dann können wir noch sowas extra lernen, wie Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, Runen erschaffen, was für Magier sehr wichtig ist. Alchemie, Schmieden und dann Tiere ausweiten, da steht es auch schon, Fremdsprachen. Das ist dann das für die Runen. So, und jetzt kommen ja noch drei weitere Sachen, die durch Various Biker Mod dazukommen. Schnitzen, Spruchrollen und Erze schmelzen. Da bin ich auch sehr gespannt. Oder konnte ich Spruchrollen auch... Nee, Spruchrollen konnte ich vorher noch nicht machen, gell? Das Besondere auch hier an den Spruchrollen ist, im Gegensatz zur Classic-Version von Gothic 2, also ohne Addon,
ist, dass die Spruchrollen fast alle nur 5 Mana kosten. Ich sage bewusst fast alle, da liegt ja noch was. Ich sage bewusst fast alle, weil, huch, weil da gibt es noch einen aufladenden Zauber, der dann mehr Mana beansprucht. So, aber das mit dem komischen Rumbling ist auch etwas doof. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier überhaupt alles verändert wurde. Ich habe mir noch nicht so viel angeschaut. Und ich wollte es für mich so ein bisschen interessanter gestalten, indem ich die Virus Spiker Mod mit reinpacke. Damit ich auch noch ein bisschen was zum Entdecken habe, was Neues. Leichte Wunden heilen, Feuerball, alles 5 Mana von Kosten her. Ach Gott, ich bin immer noch die richtige Einsteuerung gewohnt. Ich muss gar nicht mehr Steuerung unten nach oben drücken, um es einzusammeln. Hier reicht auch ganz einfach nur Steuerung zu drücken. Ach ja, ich spiele wieder mal nur komplett mit Tastatur. Merkt man vielleicht so ein bisschen am. Ach, das ist ja cool gemacht. Diener, ein Skelettdiener. Cool. Also, das ist zum Beispiel neu, das kannte ich vorher noch nicht. Das ist das Thema von der Virus Spiker Mod. Kessel, ich kann den Kessel benutzen. Ja, ich weiß, das ist Gold. Ach, genau, das ist, glaube ich, sowieso normal. Fischsuppe, Bärenkompott. Ne, das ist aber wirklich neu. Das kenne ich jetzt so nicht. Okay, coole Sache. Und die Rezepte hat man alle schon. Interessant. Also, Virus Biker Edition Mod, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. VBE, Virus Biker Edition. So. Bringt nicht nur neue, ja, wie sage ich es, Höhlen und veränderte Umgebungen, sondern auch, wie man schon gesehen hat, jetzt die neuen Rezepte dort oder eben auch, ja, neue Fähigkeiten. Es gibt auch irgendwo, glaube ich, ein Reittier, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Es kostet, glaube ich, aber ein bisschen. Huch, was war denn das gerade? Bin irgendwie gerade zur Seite gerutscht. Komisch. Da bin ich dann sehr gespannt. Hier war doch normalerweise eine Münze. Wusste ich es doch. So, hep. Kann ich den Diener eigentlich ansprechen? Tatsache. Aber der hat keinen Dialog. Das wäre jetzt noch lustig gewesen. Huch. Nee. Voll dagegen gelaufen. So. So, schauen wir mal, ob sie jetzt besser ist mit diesem Blinken. Vielleicht lag es einfach bloß an den Fackeln. Schauen wir mal, wie es hier draußen läuft in der Natur. So, natürlich wieder alles mitnehmen. Feuernesseln bringen zum Beispiel Mana. Blauflieder, so ein bisschen wie das Seraphis aus Gothic 1. Da fällt mir gerade ein, ich hätte eigentlich noch hinter den Turm schauen können. Soll ich das noch kurz riskieren? Es gibt nämlich einen Trick, mit dem man hinter den Turm kommt. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege oder ob das hier überhaupt geht, weil immerhin wurde hier das Level geändert. Und die wurden auch noch so Kleinigkeiten abgeändert, wie dass man leichter, dass man in die Stadt reinklettern kann. Ich habe es zumindest beim Testen nicht hinbekommen. Oder man kann auch ins Kloster. Also normalerweise ist das Kloster abgesperrt, da muss man erst sich sozusagen den Schlüssel besorgen. Also fürs Magierkloster. Muss ich erst einen Schlüssel besorgen? Da konnte man früher auch so rein. Das muss ich kurz schauen. Wo musste ich da jetzt eigentlich nochmal runterspringen? Wo musste ich mich da runterfallen lassen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Hier ist es. Ach, come on. Das bin ich ein bisschen zu scheiße. Ich wollte eigentlich noch, habe gerade gedacht, sollte ich jetzt eigentlich abspeichern? Wäre vielleicht besser. Und da bin ich schon runtergesprungen. Hä? Irgendwie habe ich gerade Gefühl, es schaut hier gerade ein bisschen anders aus. So, die Sicht hat sich gerade so ein bisschen verändert, oder ist das jetzt nur Gefühlssache? So, ich probiere es jetzt noch ganz kurz nochmal. Das will ich jetzt. Alter, was ist denn das hier? Also, der Turm ist echt schrecklich. Ich hoffe, dass das außerhalb vom Turm wird dann wirklich besser. Und natürlich rennt der Turm nochmal hoch. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ich mag das jetzt probieren. Das kratzt schon ein bisschen an meiner Ehre, dass ich das jetzt nicht gleich geschafft habe. So, jetzt gehen wir mal hierher. Speichern.
Wie mache ich das? So? So? Nein! Ach, come on! Dass er immer so komisch wegspringt. Ha, das hasse ich da. Das hasse ich bei Gothic so. Fängt super an. Erste Folge. Ne, wahrscheinlich eher die zweite Folge und ich sterbe schon. Rrr. Das wuppt mich jetzt so ein bisschen. Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Halt nicht Gothic neu starten, nein! Moment, wir sind jetzt gleich wieder. So, da bin ich wieder. Na? Das gibt's doch nicht! Ich glaube, ich schneide das jetzt alles raus. Vielleicht mache ich auch ein... Das kann doch nicht so schwer sein. Geht doch. Man muss nur drohen. So, jetzt gehe ich aber hierher. So. Jetzt dahin. Also ich musste schon dahin los. Ich schaff's halt nicht, wenn es zu weit. Wenn die Höhendifferenz zu hoch ist. Jetzt da. Wo war denn das jetzt hier nochmal? Ach da. Spruchrolle, Trank, Spruchrolle. Ich weiß nicht mal, was es war. Ich habe nicht so genau drauf geachtet. So, alles mitnehmen. Wenn es hier schon rumliegt, nehmen wir es auch mit. So, hier dürfte mir jetzt eigentlich nichts passieren. Das ist eigentlich nicht so hoch. Genau, ich bin auch den Stein gerade runtergerutscht. So, jetzt kann ich auch die ganzen Kräuter nochmal mitnehmen. Oh Mann. Blauflieder. Feuernesseln, das kenne ich irgendwo hier. So, wir haben es geschafft. Yay, yeah, wir sind Xalas Turm entkommen. So, hat ja lang genug gedauert. So, jetzt nochmal abspeichern. Und jetzt darauf zu gehen, wäre echt die Hölle. Butlerfleisch, das sind die großen Pilze, die geben 15 Lebensenergie. Und hier ist ein neuer Gang. Den gibt es im normalen Spiel nicht. Der wurde mit der Virus Bike Edition hinzugefügt. Da geht es runter zum Weidenplateau. Ich weiß aber nicht, wie stark die Mole Rats da drüben sind. Ich lasse das jetzt auch. Ich mache das jetzt mal trotzdem storytechnisch und gehe richtig. Übrigens, was ganz nett ist, da oben ist das Gitter, was wir vorhin aktiviert haben. Das sticht da so ein bisschen raus. So, Dunkelpilze sind vor allem wichtig für den Magier, weil nach 50 Dunkelpilzen bekommt man ein Mana zusätzlich. Also maximal. Maximales Mana. Hey, Schafi. Na, jetzt schlag er zu. Hä? Habe ich es jetzt aufgenommen? Achso, ja, habe ich. Hier ist irgendwo ein Goblin. Kusch. So, schwer Ast, Goblin. Ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen. Ach, es blinkt sie auch nicht mehr so. Es lag wirklich an den Fackeln. In Xadas Turm. Also, wir haben jetzt gesehen, dass Goblins haben jetzt diesmal was dabei. Nicht so wie im Einser. So, Spruchrollen, Pfeile. Bestimmt den Bogen war auch noch da. Alles mitnehmen. Jeden einzelnen. Pfeil. Gibt noch einer. Okay, dann kann man eigentlich gleich mal Kurzbogen anlegen. So, die zwei werden wir auch gleich brauchen. Weil Xalas hat gesagt, hier bei einem kleinen Teich gibt es eine kleine Höhle. Und da geht's runter zu einem versteckten Tal.